Sieht man die Kopfgeldjäger auf der Karte? Der Außenseiter, Stufe 20. Wo, wenn er Stufe 20 ist, dann sollte ich mich verziehen. Oder ich sollte im Hintergrund bleiben. Da ist er. Ich bin Stufe 14. Sogar die Position jetzt hier. Erhöht den Nahkampfschaden, Armschiene. Da müsste ich auch mal nachrüsten. Brustschutz auf 4. Köcher jetzt noch auf 1. Handschuhe auf 2. Das muss alles gleich sein. Ich dachte schon, er hat mich gesehen. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf. Die greifen ihn nicht an. Ah, ich dachte, Bayek macht einen Luftangriff. Geduld! Ich habe Zeit! Ich auch! Komm zu mir! Ja, genau! Fuck! So stark habe ich die jetzt auch nie eingeschätzt. Ich bin das dritte Mal gestorben im Spiel. Ich hätte meinen Verstand hören sollen und einfach abhauen. Jetzt bin ich dreimal im Spiel gestorben. Zweimal lebendig verbrannt und vorhin. Und stirbt man erst einmal, ist das zweite Mal nicht weit entfernt, weil man leichtsinniger wird. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Wir haben hier noch eine Mission zu erfüllen. Ah, gut, dich habe ich gesucht. Die Hauptmänner habe ich. Aber dass der Kopfgeldjäger so heftig ist. Ich glaube, Luftantat hätte es da auch nicht gebracht. Erst 37 Minuten am Spielen. Das kam mir jetzt etwas länger vor. Aber mein Zeitgefühl ist ja wie so etwas komisch. Hey! Bist bereit? Was? Du kannst nicht fliehen! Ich schlitze ihn auf! Hoffentlich habe ich bei Shadow of the Tomb Raider genau solche guten Bogenskills. Den treffe ich! Klettert, Hilfe! Weg da! Du bist voll schnell!
einfach eine Einstechanimation für die ist. Da bist du ja. Raus mit euch. Hilfe! Das mit der Verstärkung kannst du knicken. Ha! Fast! Sekunden! Ich habe wieder viel Plünder. Wenn der nächste da dran geht, eine Überraschung erleben. Auf zu den nächsten. Nein! Jetzt bin ich aus dem Spiel gewesen. Das ist der Nachteil, wenn es das Lebenssprung ist. Auf zu den nächsten. Da bist du ja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. So wirst du mir nicht entkommen. Man, ihr sollt ein bisschen langsam. Kein schwerer Schuss. Ich muss hier raus. Das war's. Stirb! Ach, stimmt. Dann nehmen wir gar nicht mehr das Schild mit Doppelschwerter. Ist ja logisch. Hey, was hier da? Hat man dich zu Eis gebadet? Du entkommst nicht. Schade, dass ich ihn nicht mit einer Hand wieder von der Leiter schmeißen kann. Es war ehrenhaft, dass ihr nicht eingreift, aber ihr könnt mir trotzdem mal helfen. Jetzt nur noch die Schätze. Das wird einfach. Das war ein Rebell. Ach nö. Bist du müde? Dachte schon wieder, ich verbrenne. Jetzt wieder hier vier Schätze suchen. Ich hab überhaupt keinen Bock drauf.
Ich lieber auf die Jagd. Andererseits, wenn ich jetzt weggehe, respawnen die Gegner. Da ist ein Schatz. Ne, wieder eine Schriftrolle. Wir suchen eine bewaffnete Frau, sie ist sehr gefährlich und sie hat den noblen Akta-Ion ermordet. Ah ja, meinen sie damit. Nimmt einige Männer und sucht sie in den Abwasserkanälen in der Nähe des jüdischen Viertels. Wo sie sich wo versteckt, zögert nicht, sie zu töten, sollte sie Widerstand leisten. War doch ein Schatz hier. Ah, das gibt gleich wieder viel zu verkaufen. Lass es krachen. Ein Erfolg. Ich finde die Erfolge bei Steam viel wertvoller. Ja, die Mission haben wir jetzt erfüllt. Hier ist auch eine ganze Menge schon wieder. Aber Waffen. Schatz Nummer 2. Jagdbogen, besserer schon wieder. Kann ich austauschen. Schatz Nummer 3. Jetzt muss ich den anderen auch noch so schnell finden. Den letzten. Da ist er. Ja, das ging ja jetzt fix. Ort beendet. Na, jeden kleinen Fitzel brauche ich ja nicht plündern. Na, einmal gestorben, das hätte man auch wieder vermeiden können. Wie die anderen zwei Tode. Wo ich einfach verbrannt bin und nicht rechtzeitig ins Wasser gesprungen bin oder dachte, ach, ich verbrenne schon nicht komplett. Wenn ich das wirklich, diese drei Sachen vermieden hätte, würde ich jetzt noch First Try.